1955, 10 Jahre nach Kriegsende, beginnt in Deutschland ein neues Zeitalter. Während die Jugend Rock'n'Roll tanzt, lasten auf der Kriegsgeneration noch immer die Schatten der Vergangenheit. Ja, wir haben jetzt auch schon 5 Produktionen gemacht in Kadolzburg. Und Maierber, die beginnt dann immer, wenn die letzte Produktion also immer nur läuft. Weil dann stehe ich immer hin und schaue zu und dann kommen die Gedanken und die Ideen fürs Nächste. Wir versuchen halt auch immer Stücke zu machen, die nicht unbedingt in die Norm reinpassen. Ne? Das werden Sie halt auch merken, das ist ein Stück über den Zweiten Weltkrieg, über die Nachkriegszeit. Das ist schon heftig. Sowas ist auf der Bühne eigentlich im Musical-Bereich noch nicht gebracht worden, was wir jetzt da heute zeigen. Denn eine Oratur zum Beispiel, Frankreich, die Geschehnisse in Oratur mit dabei, das ist ein Novum. Und das macht das Ganze dann einfach schon spannend. Ne? Also ich habe immer eine sehr gute Textvorlage und kann dann anfangen auszumalen. Wir spielen ja in 3 verschiedenen Ländern, in Deutschland, in Frankreich und in Russland. Und dementsprechend passe ich meine Musik an, versuche dann die Stilistiken aus den unterschiedlichen Ländern in der Musik zu übertragen. Marie, eine selbstbewusste Bäuerin, wartet noch immer auf ihren in Russland vermissten Mann und der heimlichen Liebe von François verschließt sie sich noch. Also ich freue mich echt wahnsinnig hier zu sein. Die Kulisse ist der Wahnsinn. Die Häuser, alles so schön. Ich bin zum ersten Mal da und ich bin echt begeistert. Auch von den Leuten, die sind so herzlich und haben uns super aufgenommen. Fühlt man sich wohl hier, ja. Ja, aber man nimmt die Arbeit leichter in den Kauf, weil wir eben so ein eingeschworenes Team sind, weil es hier so schön ist, weil man so gastfreundlich aufgenommen wird. Und es ist ein Stück weit schon ein bisschen wie Urlaub. In Kadolzburg, wo wir alle herkommen. Ist eine Theaterhochburg, da gibt es viele Musicals, Truppen und da wächst man irgendwie so rein von klein auf. Meine Kinder sind auch schon dabei. François ist ein Kriegsgefangener und er ist ja, auf den Hof der Marie gekommen und lebt dort und entwickelt natürlich Gefühle für die Frau über Jahre hinweg und es ist natürlich eine Liebesgeschichte. Die Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, denn die Ereignisse überschlagen sich, als 1955 die letzten deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden und ihr Mann Hans zurückkommt. Ja, es ist nicht ganz leicht, aber wir haben ein ganz tolles Team. Das ist von ganz klein bis ganz groß, bis relativ alt, sage ich ja mal vorsichtshalber. Die helfen alle mit und jeder kann irgendwas und wir suchen dann das raus, was wir brauchen. Und wie gesagt, alle helfen mit. Gret haben wir ja schon länger, weil das ist vor 3 Jahren das erste Mal draußen in Kadolzburg aufgeführt worden. Und da sind wir eben draußen gewesen und da haben wir gesagt, das wird unser Jubiläum werden. Und zu Ehren unserer 800-Jahr-Feier haben sie eben gesagt, sie machen im Mautendorf eine Aufführung für die Mautendorfer und auch für die Lungauer. Mademoiselle Marie war ein ganz besonderes Geschenk der Kadolzburger Burgfestspiele an ihre Partnergemeinde Mautendorf.